Ich wurde gebeten, mal dieses Thema anzuschneiden, und zwar, wenn ich kleine Zahlen habe, die ich durch größere Zahlen, also sagen wir mal kleine insofern, dass sie zweistellig sind und auf jeden Fall eine andere, vielleicht zweistellige, dreistellige gar Zahl als Divisor dasteht. Machen wir es ganz einfach. Ich habe einen Vorschlag. Ihr macht ganz einfach mit. Und zwar, ich zeige es einmal, dann gibt es Übungsaufgaben, die ich allerdings auch erkläre. Wenn ich sage 10 durch 25, dann immer erst fragen, wie oft passt die 25 in die 10? Gar nicht, also 0 mal. Wenn ich das habe, sage ich, okay, dann schreibe ich mir hier drunter eine 10. Und jetzt Achtung, ich mache das mal blau. Hier steht ja eigentlich 10,0, ne? Und jetzt sage ich, okay, ich ziehe mir diese gedachte 0 herunter und sage, okay, 100 durch 25, das geht. Das ist 4 mal. Aber Achtung, sobald ich mir irgendwelche Zahlen herunterziehe, die nach dem Komma kommen, muss ich auch ein Komma setzen. Also, jetzt habe ich das Komma. 100 durch 25 ist 4. 4 mal 5 ist 20. 4 mal 2 ist 8 und diese 2 dazu sind 10. Wie grundsätzlich schriftlich dividiert wird, da könnt ihr hier nochmal nachgucken, auch durch ganz große, durch zweistellige, dreistellige, vierstellige Zahlen. Das haben wir da schon erörtert. So, jetzt eine andere Aufgabe und ich sage einfach mal und ihr drückt dann die Pausetaste, rechnet die Aufgabe aus und dann sehen wir uns wieder. Und zwar lasse ich mir einfallen, oh, es war ein bisschen geschmiert, 2 durch, durch 50. Machen wir es erstmal leicht. So, ich drücke jetzt die Pausetaste. Löse die Aufgabe, ihr drückt die Pausetaste, schreibt die Aufgabe ab und löst die zu Hause und dann vergleichen wir. Also, Pause. Na, habt ihr es auch so? Also, in die 2 passt die 50 0 mal. Dann habe ich hier eine 20 stehen und sage, okay, da passt die 50 immer noch nicht rein. Also, was hätte ich hinschreiben müssen? Ja? Nicht wundern, noch eine 0. Jetzt hole ich mir die nächste 0 und sage, okay, 0,04 muss rauskommen. Denn 4 mal 50 ist 200. Gut, noch eine Aufgabe. Unterstreicht eure Ergebnisse doppelt, dann seht ihr später besser durch. Mal eine Kommazahl. 0,0, meinetwegen 1, 2, geteilt durch eine relativ große Zahl. Am besten, ach nö, mal durch 0,3. Auf jeden Fall ist 0,3 größer, denn ne, hier ist noch eine 0 dazwischen. Okay, macht mal. Pausetaste, wir sehen uns gleich wieder. Na Leute, für die, die es vergessen haben, Kommaverschiebung. So lange, bis der Divisor kommafrei ist. Ich schiebe um eine Stelle, dann darf ich ja auch nur um eine Stelle schieben. Jetzt schreibt man die Aufgabe neu ab und sagt, jetzt heißt die nur noch 0,12 geteilt durch 3. Ist gleich. So, Pausetaste und dann sehen wir uns. Na, habt ihr es auch so gemacht? Also, 0,12. Ich hatte ja aus dieser Aufgabe die übersichtlichere Variante hingeschrieben. Macht das, sonst kommt ihr durcheinander. Jetzt steht 0,12. Wie oft passt die 3 da rein? 0 mal. Jetzt rutsche ich aber auf die nächste Zahl, die ich mir runterziehe, so wie ich mir hier hinten gedachte Nullen herunterziehen kann. Jetzt ziehe ich mir die 1 runter und sage, okay, wie oft passt da die 3 rein? 0 mal, deswegen habe ich es in schwarz gemacht. Jetzt habe ich mir, das habe ich mal in grün gezeigt, jetzt habe ich mir die 2 dazu gezogen und jetzt heißt die Zahl 12 durch 3 ist 4, 4 mal 3 ist 12, abgezogen, 0 bleibt übrig. Wollen wir noch so eine machen? Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ich mache noch eine und dann sehen wir weiter. So, jetzt brauche ich hier ein bisschen Platz und zwar die Zahl heißt 12. Komma, ja, was sage ich denn? 0, 4, 2. Und zwar das geteilt durch 0,03. So, denkt dran, erst die Kommas verschieben, so lange bis es nicht mehr geht. Bis es also nicht mehr nötig ist und dann neu hinschreiben und dann weitermachen. Pausetaste und gut. Los geht's. Na?
Die Zahl heißt ja jetzt, ne, ich konnte zwei Kommastellen verschieben, also muss ich ja auch zwei Kommastellen verschieben. Dann heißt ja die Zahl so, 1204,2 geteilt durch 3. Das geht hier vorne ganz gut, 12 durch 3 ist 4, 4 mal 3 ist 12, abgezogen. Achtung, jetzt ziehe ich mir die nächste 0 runter und frage mich erst, wie oft passt da die 3 rein? 0 mal, die vergessen meistens die Leute. So gut, dann haben wir das. Und dann hole ich mir die, also mit dem grünen Pfeil diese 4 herunter, diese hier. Und dann sage ich, das passt da einmal rein. Okay, einmal 3 ist 3, immer rückwärts rechnen. Denkt an den Link, das Video wartet hier, das ist gar kein Problem. Da könnt ihr draufklicken, da wird überhaupt das schriftliche Dividieren in einer herkömmlichen und einer neuen und viel besseren Variante, weil sie sicherer ist, gezeigt. Okay, gut, also jetzt ergibt sich dann, dass hier eine 1 übrig bleibt, ne? 4 minus 3 ist 1 und jetzt hole ich mir die 2 herunter und das bedeutet automatisch, ich komme am Komma vorbei und daher das 12 durch 3 ist 4 und wir wären fertig. So, jetzt muss ich mal kurz Pause machen, ich melde mich gleich wieder. So, ich musste mir eine Aufgabe einfallen lassen. Und zwar nehmen wir noch die zum Schluss und dann lassen wir es für dieses Video gut sein. Dann habt ihr genug trainiert, ihr könnt euch genug eigene Aufgaben ausdenken und so weiter. Müssen wir hier ein Komma verschieben? Nee, weil hier haben wir keins. Also können wir wieder loslegen. Pause-Taste drücken zu Hause, ich auch und dann sehen wir uns wieder. Na, bei der musste man schon ein bisschen aufpassen. Ich habe es nochmal farbig markiert. Ihr könnt es ja dann nachvollziehen. Das Beste ist, ihr nehmt sämtliche Aufgaben dann nochmal, spult das Video an den Anfang zurück und rechnet die einfach nochmal. Den Weg der Erkenntnis nochmal beschreiten, das hilft. So, hier muss ich eigentlich nicht viel sagen. Ich sage, wie oft passt die 600 in die 2? Gar nicht. Jetzt komme ich am Komma vorbei, deswegen habe ich hier die Zahl rot gemacht. In die 24? Gar nicht. In die 240? Gar nicht. Erst als ich mir die 9 runtergezogen habe, passte 4 mal rein, 4 mal 600, 2400 abgezogen, bleibt eine 9. Jetzt hole ich mir die 6 runter, gar nicht. Einmal. Was habe ich gesagt? In die 96 passte 0 mal, dann hole ich mir die 0 runter, einmal. Zum Schluss abgezogen, bleiben 360 übrig und da passt das ganze Ding nochmal 6 mal rein und dann ist gut. Ja, ich hoffe, es hat geholfen und ich wünsche euch, dass ihr es immer könnt. Bis später. Tschüss.